Logisch ist, hey ho! Hi, herzlich willkommen zu meinem ersten Reaction-Video. Wer mir auf Twitter folgt, weiß schon Bescheid, ich hatte die letzten 2 Tage kein Internet. Deswegen ist ein Video ausgefallen und ich musste einen Livestream verschieben. Aber ab heute geht es wieder normal weiter mit Videos. Die Telekom hat irgendeine komische Netzumstellung gemacht. Ich habe sogar den Brief wiedergefunden, den sie mir geschickt haben. In dem stand drinne, ja, es könnte mal für 30 Minuten zu einem Internetausfall kommen. Jetzt hatte ich 2 Tage kein Internet. Deswegen konnte ich jetzt die letzten 2 Tage keine Videos richtig produzieren. Ihr wisst, ich stecke sehr viel Zeit in meine Videos und deswegen habe ich so einen sehr strikten Plan zwischen aufnehmen, schneiden und ohne Internet ist das echt für den Arsch. Vor allem hier. Ich lebe gefühlt so abseits, ich habe nur E-Netz. Das ist diese ganz letzte Stufe Internet, die sich permanent so anfühlt, als ob du gedrosselt wirst. Ich meine, wenn man auf der Stufe gedrosselt wird, gibt es da überhaupt einen Unterschied? Ich meine, es lädt eh nicht. Auf alle Fälle haben ganz viele Leute gestern im Livestream geschrieben, ich solle mir unbedingt Coppas letzte Trowers-Folge anschauen. Und da ich eh die letzten Tage nicht aufnehmen konnte, bin ich, was Trowers angeht, absolut nicht up to date. Und deswegen werden wir heute auf Coppas Folge reacten, denn er soll irgendwas in meiner Base beschworen haben, wovor mich sehr viele Leute gewarnt haben. Und bevor ich jetzt in Panik ausbreche, okay, werden wir auf Coppa seine Folge reacten. Das bedeutet, willkommen zu Logo reagiert! Wenn ihr da in Zukunft nochmal Bock drauf habt, dass ich noch ein Reaction-Video hochlade, wisst ihr, was zu tun ist? Legt einen fetten, logischen Daumen nach oben durch. Was mir gerade einfällt, wenn ich jetzt hier oben auf Coppas Video eine Facecam einblende, sieht das einfach so aus, als ob Coppa Facecam hätte. Und los geht's! Alter, der hat ja mal gar nichts auf den Rippen. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer richtig abgefahrenen Ausgabe von unserem Minecraft Troll War. Hat er da gerade irgendein Monster auf meiner Base beschworen? Leute! Meine Augen sind immer noch total rot davon, dass ich die letzten Tage nichts anderes zu tun hatte, als mich auszuheulen. Ich liege abends da. Ich kann kaum schlafen. Ja, was hat sich dieser komische, kranke, gelbe Typ denn heute wieder überlegt? Heute werden wir uns dafür rächen, dass Logo in der letzten Folge oder vorletzten Folge unsere ganze Familie sowie unsere Base vernichtet hat. Unter anderem werden wir heute einen Sensenmann beschwören, einen Mob, der deutlich stärker ist als der Wither. Den werden wir in Logos Base planten. Ich bin wirklich sehr auf seine Reaktion gespannt. Und das ist der erste Teil des Trolls. Ehrlich? Irgendeinen komischen Sensemann. Was mich gerade richtig aufregt, ich habe ihm in der letzten Folge einen Bunkerplatz kostenlos in meinem Bunker geschenkt. Und dann werden wir, und jetzt kommt es, ich habe hier einen ordentlichen Haufen neben meine Base gesetzt. Das hier ist eine Cobblestone-Maschine, wie ich sie schon mal in einem anderen Part aufgebaut habe. Logo hat diese ebenfalls zerstört. Und diese Cobblestone-Maschine hat jetzt schon mehrere Stunden, ich glaube 4-5 Stunden vor sich hingearbeitet. Demnach habe ich hier 4 volle Doppeltruhen an Cobblestone-Blöcken, die wir nutzen werden, um Logos Base komplett damit zuzukleistern. Wir werden ihn quasi einbauen. Ich meine, wie geil ist das denn bitte? Ohne Mist, ich meine, jeder kennt es vielleicht von der Geschichte. Ich meine, im alten Ägypten hat man natürlich auch Pharaonen, die man geehrt hat, mumifiziert in einem Sarkophag, ja? Und wir machen ja nichts anderes, ja? Nur, dass wir halt Logo einmauern. Okay, ich weiß, er wird gleich zum Troll kommen. Und da ich mir sicher bin, dass mich das extrem auf die Palme bringt, sorge ich vor. Okay, jetzt bin ich bereit. Logos Base. Mal gucken, vielleicht können wir hier sein Büro, Alter, das sieht voll schick aus. Nicht mein Büro, Junge! Zeit, was er nach diesem Video mit mir anstellen wird. Wird er mich 4 teilen? Ich werde dich rausschmeißen! Also, wie gehen wir jetzt vor? Folgender Fahrplan, wir werden das natürlich erstmal mit dem Cobblestone anfangen und dann werden wir zum Schluss den Sensenmann hier planten und dann fliegen wir wieder nach Hause, ja? Vielleicht werden wir sogar erstmal sein Büro umgestalten. Ich hoffe, dass wir da ungeschadet durchkommen. Aber ich bin doch dünn wie eine Elfe, da könnte ich doch wie James Bond mich so ein bisschen durchmogeln, oder? Gehe ich hier drauf, wenn ich hier durchrenne? Ich probiere es einfach mal. Auf die Plätze, fertig und warte mit Anlauf vielleicht. Los! Ah! Hier, den Teppich werde ich natürlich auch mitnehmen. Den wollte ich schon immer haben. Ich denke ja nur an seine Sicherheit. Los, Kleinstein, du bist dran. Ich war natürlich früher bei den Pfadfindern, ja? Und ich weiß, dass man solche Gebäude immer aus Sicherheitsgründen einmauern muss, ja? Das habe ich früher gelernt. Sowas lernt man doch nicht bei den Pfadfindern. Weißt du, der Logo hat mir ja auch schon im wahrsten Sinne des Wortes so oft Steine in den Weg gelegt. Ja, da möchte ich mich auf jeden Fall mal revanchieren, ne? Wie man es so schön sagt. So, und damit hätten wir auch dieses Zimmer zugebaut. Oh mein Gott, das ist so eine glorreiche Folge. Das ist ja wirklich der Hammer. Vielleicht können wir hier so eine Art Labyrinth bauen oder sowas mit den verstärkten Blöcken. Das wäre doch cool. Das machen wir, pass auf. Genau, wir werden jetzt hier so einen ganz schmalen Weg aufbauen. So einen kleinen Irrgarten oder sowas. Das heißt, er muss sich hier durchbauen und ist wahrscheinlich sowieso komplett am Ausrasten. Alter, das wird so cool. Ganz ehrlich, Logo möchte ja, dass wir in seine Base ziehen. Und da möchte ich mich natürlich auch künstlerisch ausleben dürfen, ne? Das ist kein Troll, das ist Kunst. Nein, das ist keine Kunst!
uns. So, liebe Freunde, ich will jetzt nichts sagen oder so, aber wir haben noch so viel Cobblestone, ich weiß gar nicht, was wir damit anfangen wollen. Also, wenn ihr ebenfalls mit feindlichen Mobs Probleme habt, dann ruft mich, wie gesagt, gerne an. Dann kann ich auch eure Base, sicher machen, indem ich die komplett zubaue. Seit neuestem bekomme ich Fanarts, wo ich andauernd als Mädchen verkleidet bin. Warum? Ich glaube, weil du so weiblich bist. Wenn hier am besten einen roten Teppich auslegen, ja? Damit er hier auch ordentlich zu seinen Sachen kommt. Ja, wunderbar. Guck mal hier, dann kriegt er noch ein Crafting-Table, ne? Ich bin ja kein Unmensch. So, zack. Einen Ofen müsste ich ihm eigentlich auch noch kredenzen. Mehr braucht er doch nicht für den Winterschlaf, oder? Aus Stein. Und jetzt kommen wir nicht zum spannenden Teil, denn jetzt können wir endlich diesen Sensemann spawnen. Dazu brauchen wir allerdings mindestens ein Smaragdblock. Wir haben Flint and Steel haben wir dabei. Jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Das wird großartig. Allerdings müssen wir warten, bis es dunkel wird. Und ich sehe gerade, die Sonne geht gerade auf. Toll. Großartiges Kino. Das habe ich ja echt wieder gut hinbekommen. Aber das macht nichts. Da können wir jetzt schon mal den Sensemann-Altar bauen, damit wir den auch spawnen können. So, das hier ist der Altar. Jetzt müssen wir nur noch einen Emerald-Block in die Mitte setzen. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch anzünden, wenn es dunkel ist. Und dann entsteht hier der Sensemann. Ein richtig, richtig starker Minecraft-Mob, der wie gesagt 250 Hitpoints aufweist. Er kann sich hin und her teleportieren. Er lädt sich sogar zwischendurch wieder auf. Es ist viel zu overpowered, viel zu stark. Und was ist der Sinn hinter diesem Mob? Also wenn man den Wither beschwört, hat das ja einen Grund. Man möchte einen Netherstar. Wenn ich jetzt diesen Tod beschwöre oder Copper beschwört ihn für mich und ich ihn töte, was bekomme ich von dem? Hä? Hier das Obsidian angezündet. Zack. Das ist halt eindeutig der Tod. Ess doch mal was Vernünftiges. So ein Burger oder sowas. 225 Hitpoints, nicht 250. Ah, und den fängt er jetzt mit dem Pokéball ein. Oh, das ist so genial. Das wird mir Loro nie verzeihen. Oh, ist das unheimlich. Nein! Oh, wir haben ihn gefangen. Yes, wir haben den Tod gefangen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, im nächsten Schritt müssen wir natürlich wieder abtauchen. Und dann werden wir gleich den Tod dort reinschmeißen in diesen Raum. Allerdings möchte ich den noch ganz kurz mit Loros Elementen bisschen schmücken. Boah, ist das cool. Das könnte auch eigentlich fast so ein Halloween-Troll sein, oder? Das hätte er wirklich zu Halloween machen können. Vielleicht in einem Livestream damit mal abfeuern oder sowas. Jetzt muss ich ja immer Angst haben, dass er mich im Livestream trollt. Der wird wahrscheinlich komplett ausflippen. Ich habe jetzt wirklich Angst, online zu kommen. Erstens, weil der ganze Base ist zugebaut. Das bedeutet, ich werde mitten in der Wand sterben. Da ist ein Mob in meiner Base, der mich einfach wahrscheinlich instant töten wird. Ich habe meinen Beruhigungssombrero auf. Alles ist gut. Verdammt, aber komm, was soll das? Ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einem neuen logischen Video wieder. Bis dann, bleibt ihr logisch. Haut rein und logisches Cheerio. Ciao. Bye, have a great time.